Ja, hallo, herzlich willkommen zum Vortrag Low-Cost-Action-Foto. Dieser Titel bezeichnet ein Projekt, was wir im Rahmen vom Masterstudium Angewandte Informatik an der Hochschule Flensburg durchgeführt haben. Die Idee war es, dieses Konzept, was man aus Achterbahnen kennt, der Achterbahnwagen fährt seine Bahn links und an einer bestimmten Stelle fährt er über eine Lichtschranke rüber und dann wird ein Foto ausgelöst, dass man dieses Konzept auf andere Bereiche überträgt, wo die Nutzer nicht so starr fixiert sind, sag ich mal. In der Achterbahn weiß ich genau, wann der Wagen wo ist, wo sich meine Personen befinden, wo ich den Fokus setzen muss, wie die Lichtverhältnisse sind, kann ich möglicherweise auch steuern. Da kann ich also sehr viele Parameter schon setzen. Wenn jetzt deutlich mehr Dynamik dazukommt und sich der Nutzer frei bewegen kann, dann habe ich diese ganzen Parameter nicht. Wir haben das am Beispiel einer Basketballstation und einem Trampolinpark umgesetzt. Hier haben wir so ein paar Eindrücke, wie das Ganze aussieht. Die Station, auch nochmal von der Seite. Und wenn wir jetzt irgendwo ein Kamerasystem positionieren, wissen wir nie, wo ist der Jumper gerade im Bild und wann ist er da, also wann müssen wir das Foto auslösen. Da gab es verschiedene Herausforderungen, denen wir uns dann gestellt haben. Das Ziel war es dann, gute Fotos zu erstellen, da komme ich gleich noch zu, ein Beispiel zu zeigen. Also das Projekt wurde umgesetzt von Peter Steensen und mir. Wir haben uns zu zweit zusammengefunden unter der Teamleitung von Dr. Milena Zacho, die sitzt dort. Wie schon erwähnt, das ist halt im Rahmen des Masterstudiengangs ein Projekt über zwei Semester gewesen und es ist als wissenschaftliches Projekt ausgelegt. Solche Aufnahmen wollten wir idealerweise erzielen, dass die automatisch erstellt werden, analysiert werden, bewertet werden und dem Nutzer zur Verfügung gestellt werden, wenn er mit seinem Besuch fertig ist. Das Beispiel Trampolinpark hat sich deshalb angeboten, weil wir in Flensburg ein Jumphouse haben und dort eine Kooperation mit denen geschlossen haben, dass wir dort auch Testläufe durchführen konnten, tatsächlich an der realen Station. Man könnte das auch noch auf andere Parks übertragen, wie Skiparks oder Bikeparks oder ähnliches. Die Motivation, die dahinter steckt, ist, dass in sozialen Netzwerken halt Videos und Fotos geteilt werden und es aber Bereiche gibt, wo Kameras nicht zugelassen sind, weil sie ein Sicherheitsrisiko darstellen. Also auf diese Station, auf diese Basketballstation dürfen keine Fremdkörper, die irgendwie herumfliegen können, mit raufgenommen werden im Normalbetrieb. Das ist halt ein Sicherheitsrisiko. So ein paar Rahmenvorgaben gab es denn fürs Projekt. Es sollte eine Bewegungserkennung implementiert werden. Die Aufnahmen sollten automatisch stattfinden. Wir sollten eine Analyse und Bewertung haben, die ebenfalls automatisch stattfindet. Im Namen steht ja schon Low Cost. Also wir sollten das mit geringen finanziellen Mitteln umsetzen. Gering heißt in diesem Fall so im unteren vierstelligen Bereich. Und genau das Beispiel ist die Basketballstation im Trampolinpark. Organisiert haben wir das Ganze mit einer agilen Entwicklung. Wir haben zweiwöchige Sprints dafür gemacht und in den Milestone-Meetings dann die Ergebnisse besprochen und die nächsten Ziele geplant. Zunächst haben wir eine Roadmap skizziert, wie wir über das Jahr hinweg die Aufgaben verteilen wollen. Ich denke, das ist ein recht klassischer Vorgang, dass man erst recherchiert, welche Lösungsansätze gibt es bereits, dann halt die Roadmap nochmal spezifiziert, dann die Konzeption geht, eine Systemübersicht erstellt, das System dann umsetzt, dann Tests und Verbesserungen durchführt und Erkenntnisse sammelt. Von den Fragen haben wir uns damit befasst. Welche Lösung gibt es bereits? Was macht ein cooles Foto aus? Sie hat uns tatsächlich sehr lange begleitet, diese Frage.
bevor wir sie jetzt glauben, beantworten zu können. Ja, wie werden die Aufnahmen den Nutzern zugeordnet? Da gab es zunächst die Idee, können wir ein Gesicht erkennen und das gleiche Gesicht von dem Probanden später wiedererkennen oder müssen wir irgendeine andere Nutzerzuordnung haben? Der bewegt sich ja frei in dem Trampolinpark und wir müssen ja irgendwie sagen, das sind jetzt deine Bilder. Wie erhalten die Nutzer die Bilder und welche Hard- und Software können wir dafür einsetzen? So, bei der Recherche haben wir uns zunächst kommerzielle Lösungen angeschaut, Take My Day und Sniper Action Photo. Die haben ganz tolle Videos, wo sie zeigen, was sie können oder auch nicht können. Da würde ich immer mit so einer gewissen Skepsis vielleicht raufblicken. Wir haben wissenschaftliche Ansätze gesucht und sind dort auf das Paper Petrol Watch gestoßen. Die haben ein Smartphone im Auto platziert, sind durch die Gegend gefahren und wenn sie an der Tankstelle vorbeikamen, sollte automatisch ein Foto von der Preistafel gemacht werden, um die Preise zu analysieren. Das wurde 2011 implementiert, ist also auch schon etwas älter. So wirklich aktuelle Sachen haben wir dort nicht gefunden. Vielleicht haben wir auch nur nach den falschen Suchbegriffen gesucht. Mit der Open-Source-Software sind wir sehr schnell auf OpenCV gestoßen, weil die wahnsinnig viele umfangreiche Funktionen bietet, was Bildmanipulation und Analyse angeht. Und weil es dafür eine Python-Umsetzung gibt, haben wir das Ganze, oder haben wir Django dann als Web-Framework genutzt, um die einzelnen Services umzusetzen. Genau, zusätzlich haben wir dann nochmal die Station vor Ort besichtigt und mal ein paar Testfotos gemacht. Dann ging es in die Planung, welche Hardware-Komponenten sollten im Low-Cost-Bereich oder sind geeignet, die sollten halt im Low-Cost-Bereich liegen. Und das Ganze sollte erweiterbar sein, es sollte skalierbar sein. Und falls eine Komponente falsch sein oder nicht passen sollte, die Anforderung nicht erfüllen sollte, sollte sie halt auch austauschbar sein. genau. Daraus ist dann diese kleine Grafik entstanden, wie das ganze System aufgebaut ist. Auf den ersten Blick mag das verwirrend aussehen, aber im Prinzip haben wir hier ein Authentifizierungssystem. Das haben wir mit RFID-Readern umgesetzt und RFID-Tags. Also der Nutzer kriegt so ein Armband, wo er sich in einer Station registriert. Dann wissen wir, zu dem Zeitpunkt springt der Nutzer mit dieser ID. Dann wird das Motion-Detection-System scharf geschaltet, was die Bewegung erkennt, die auf der Station sind. Das wiederum spricht das Capture-System an, das macht ein Foto und schickt es dann ans Post-Processing-System, wo dann das Bild analysiert und bewertet wird, damit das dann später in einem Kiosk-System, wo sich der Nutzer ebenfalls wieder mit seinem RFID-Armband registriert, die Bilder abholen kann. Das, was hier noch gezeigt ist, waren so andere Ideen, wie der Nutzer die Bilder erhalten könnte, also per Mail oder Download-Link oder per App direkt auf sein Smartphone. So, die Komponenten, die wir gewählt haben, waren ja, als Rechner größtenteils Raspberry Pi in der Version 2 und 3. Raspberry Pi, klein, kompakt, verbraucht wenig Strom, hat sehr, sehr viele Schnittstellen, auch gerade um Sensoren anzusprechen, eignete sich super. Und recht kostengünstig. Da bot es sich dann noch an, die Pi Cam auszuprobieren, sowohl die normale als auch die Infrarot, die IR Cam. Die FID-Armbänder haben wir halt ausgewählt, um sich zu authentifizieren. Und als Capture-Kamera haben wir die GoPro Hero 5 Black ausgewählt. Das war die aktuellste Kamera dort. Die Nikon D5100, die Spiegelreflex, war bereits vorhanden privat. Die haben wir einfach so nebenbei noch ausprobiert, weil es halt ein modulares System ist und dann konnten wir die eine Kamera und die andere ausprobieren. Aber die GoPro musste beschafft werden. Gewählt haben wir sie, weil eine permanente Stromversorgung möglich war. Sie hatte eine Wi-Fi-Schnittstelle und sie ist für den Action-Bereich konzeptioniert und umgesetzt. Deshalb schien es uns naheliegend, dort die GoPro zu wählen. Für die Wahl der Hardware hatten wir recht wenig Zeit. Die Beschaffungsstelle von der Hochschule ist nicht die schnellste.
weshalb wir dort leider nicht so tief in die Recherche gehen konnten, um vielleicht eine bessere Hardware oder eine bessere Kamera zu finden. Softwareseitig haben wir uns, wie schon erwähnt, für Django entschieden, als Web-Framework, also als Basis für die Services, sowohl für das Kiosk-System als auch für das Capture-System, Emotion Detection und das Authentifizierungssystem, OpenCV für die Bilderkennung und Bildanalyse und Scikit-Learn für das Machine Learning, um die Aufnahmen zu bewerten. Danach ging es dann an die Umsetzung. Haben wir halt die unterschiedlichen Systeme umgesetzt, die vorher schon erwähnt wurden. Dann möchte ich noch ein bisschen genauer auf die Bildanalyse eingehen, was wir dort analysieren und wie wir dort vorgehen. Wir nehmen das Bild und schauen erstmal, was können wir darauf erkennen. Wir machen die Gesichtserkennung mit OpenCV und auch die Augenerkennung. Da gab es das Problem, was im Vortrag vorher auch schon erwähnt wurde, ich weiß nicht, ob jemand da war, dass Gesichter teilweise erkannt werden, wo keine sind. Da haben wir dann noch dazu gesagt, okay, wenn du ein Gesicht erkennst und das hat die und die Größe in etwa, dann musst du auch ein Auge erkennen. Hat auch kein Problem gehabt, da noch ein Auge drin zu erkennen. Also das, deshalb haben wir teilweise mehrere Gesichter erkannt in einem Bild, wo nur tatsächlich eins vorhanden war. Aber dann im Nachhinein zu entscheiden, welches Gesicht ist denn jetzt das Richtige, erschien uns erstmal zu kompliziert, deshalb oder zu schwierig, zu aufwendig mit den Daten, die wir hatten. Deshalb haben wir erstmal alle Daten gesammelt und würden die in einem späteren Schritt dann nochmal filtern. Wir sind mit Hauterkennung rübergegangen. Da haben wir drei Farbmasken erstellt, die dann zusammen addiert und daraus den prozentualen Anteil Haut berechnet, der im Bild drin ist. Problem dabei ist, wie man bei den Bildern sieht, auf der Anlage, hier ist sehr, sehr viel Orange. Das hat er größtenteils ebenfalls als Haut erkannt. Wenn man die Range von diesen Farbmasken kleiner macht, dann erkennt er einen bestimmten Hauttyp nur noch, aber den dann relativ gut. Also wenn man das Orange versucht hat auszublenden, da hat er hier dann nur noch die Hautpartien erkannt, aber halt nur für diesen Jumper. Wenn jetzt jemand mit einer etwas anderen Hautfarbe gesprungen ist, hat er überhaupt keine Haut erkannt. Deshalb müsste man bei der Hauterkennung eine gewisse Gewichtung mit reinlegen bei der Bewertung. Wir hatten sehr, sehr viele Bilder mit Bewegungsunschärfe. Bewegungsunschärfe entsteht, wenn ich eine zu lange Belichtung habe. Die GoPro hat von selbst aus häufig eine sehr, sehr lange Belichtungszeit eingestellt, weil die Lichtverhältnisse im Jump House recht bescheiden waren. Man sieht das später auch noch an den Aufnahmen, die ich zeige. Das Licht kommt nur von oben und die Trampolinfläche ist schwarz und schluckt dadurch auch sehr viel Licht und allgemein waren die Lichtverhältnisse recht bescheiden. Deshalb haben wir sehr oft Bewegungsunschärfe drin, die wir dann mit einem Faktor ermittelt haben. Also wir haben die Bilder sortiert in gut und schlecht und dieser Algorithmus liefert einen Wert zurück von 0, was extrem unscharf ist, bis hin zu über 1000, wo es dann richtig knackscharf ist. Bei der GoPro hatten wir Werte zwischen 15 und 25. Die lagen also sehr dicht beieinander. Selbst bei Bildern, die wir als scharf bewertet haben, kam dann vielleicht ein Wert von 25 raus. Wenn man ein Bild von einer Spiegelreflex reingeschmissen hat, was eine deutlich höhere Schärfe hatte, dann waren wir bei Werten von ja, mindestens im dreistelligen Bereich bis halt hin auch über 1000. Aber da kommen wir später noch dazu, dass die GoPro nicht die besten Bilder macht. Genau, und die Anzahl der Gesichter haben wir dann noch mit analysiert. Zusätzlich zu den Verfahren sind wir noch auf die Metadaten eingegangen. Wir haben geschaut, was für eine Bildgröße gibt es. Wie ist die Ausrichtung? Die Ausrichtung haben wir tatsächlich selbst gesetzt. Man sollte eigentlich meinen, dass die GoPro die Ausrichtung erkennt. Tut sie aber nicht. Von da haben wir geguckt, wie ist Höhe und Breite vom Bild und dann entsprechend die Ausrichtung gesetzt.
Und die Anzahl der Farbkanäle, die haben wir auch noch mit aufgenommen. So, um das ganze Projekt umzusetzen, haben wir relativ viel Open-Source-Software verwendet. Also nicht nur, wie schon erwähnt, Django, sondern auch andere Tools drumherum, so wie Git. Jenkins hatten wir als CI-Server zunächst am Laufen. Der Server wurde von der Hochschule bereitgestellt, lief aber nicht stabil, weshalb wir dann zum externen Service Shipable umgezogen sind. Matplotlib haben wir genommen, um Graphen darzustellen, zu schauen, wo liegen unsere Werte. Das ist eigentlich immer das Erste, was man macht, wenn man Daten analysiert. Genau. OpenCV, wie erwähnt, für Bildmanipulation und Analyse. Packet Capture ist eine Android-App, die wir verwendet haben, um die GoPro so ein bisschen auszutricksen. Wenn man sich mit einem Raspberry Pi und der GoPro verbinden möchte, dann funktioniert das über Wi-Fi Direct. Und die GoPro sendet ein Beacon, was man mit einem Pi sehen kann. Das wird dann unter bekannte WLAN-Netzwerke angezeigt und dann kann man sich verbinden. Haben wir gemacht. Der Pi sagte, ich bin verbunden. Die GoPro sagte, ich warte auf Verbindung. So. Und das war im ersten Moment etwas verstörend. Dann haben wir Packet Capture installiert und die GoPro-App angeschmissen und mal einen Paketmitschnitt gemacht, was denn da an Kommunikation hin und her geht. Und zum Schluss wird ein Request abgesetzt, Success gleich True. Und nachdem man dann nochmal mit dem Pi sich mit der GoPro connected hatte, Browser aufgemacht hat, die URL eingegeben hat, Success gleich True in der URL, sagt die GoPro, jupp, ich bin verbunden. Da musste man sie also so ein bisschen austricksen. Es gibt eine nicht dokumentierte oder eine inoffizielle API. Also sie ist nicht dokumentiert, weil sie nicht nach außen hin öffentlich sein soll, ganz klar. Aber es gibt eine inoffizielle API-Beschreibung, die wir dort verwendet haben, um die Fotos dann entsprechend anzutriggern. Aber dieser Beschreibung habe ich jetzt auch nicht entnommen, dass man halt diesen Request extra noch absetzen muss. Die Pi-Camera haben wir verwendet, allerdings auch die Bibliothek dafür, um sie anzusprechen. PyCharm als Entwicklungsumgebung für Python. PyImageSearch für Bildmanipulation auch. Python FDev haben wir verwendet, um den RFID-Tag auslesen zu können. Wir hatten einen ganz einfachen Reader und der wird als Tastatur erkannt vom System. Und mit diesem Python-Package kann ich diesen Input mir abgreifen und auslesen. Ja, Raspbian als Raspberry Pi Betriebssystem. Threading, um einige Prozesse asynchron zu starten. Zum Beispiel bei der Kommunikation zwischen dem Motion Detection System und dem Capture Controller, also dem Service. Wir haben eine Bewegung erkannt und sprechen ihn an. Und er ist dann zuerst losgegangen und hat die GoPro angesprochen, mach ein Foto. Er wartet die ganze Zeit auf einen Response. Die GoPro, da braucht eine Sekunde, macht das Foto, sagt dann den Capture Controller, ich habe eins. Und der sagt dem Motion Detection Controller, ja, ich bin fertig. Wir haben ja so eine Abhängigkeit drin. Um die zu umgehen, haben wir das so implementiert, wenn eine Bewegung erkannt wird, dann wird der Capture Controller angesprochen, der startet einen asynchronen Prozess, spricht die GoPro an und gibt dann gleich schon den Response zurück. Das Motion Detection System kann also weiterarbeiten, während der Capture Controller selber parallel arbeitet. Weitere Anfragen würde er dann entsprechend ablehnen, der Capture Controller, weil er momentan noch beschäftigt ist. So, wir haben insgesamt einige Tests durchgeführt, natürlich Software-Tests. Da haben wir das System zunächst unter Laborbedingungen aufgebaut und getestet, zusammengesteckt und dann auch im Trampolinpark tatsächlich selber 4 Testläufe durchgeführt, auch mit externen Probanden und sie dann im Anschluss gefragt, ob sie sich beeinträchtigt gefühlt haben durch die Benutzung des Systems, was wir nicht wollten. Aber ja, da hat keiner gesagt, dass er irgendwie dachte, oh, jetzt darf ich nicht in die Ecke springen oder so.
Dann noch mal ein paar Eindrücke. So sah das Ganze denn in der Entwicklung aus. Hier sieht man so den ersten Prototyp von den Kameras, die Infrarotkamera und die normale Pi-Kamera. Noch mal ein bisschen genauer. Diese Gehäuse sind relativ schnell kaputt gebrochen, weshalb wir da zu einer anderen Lösung kommen mussten. Ich weiß nicht, ob man hier den Unterschied sieht, aber hier haben wir die Infrarotkamera und hier von der normalen Kamera ein Bild. Bei der Infrarotkamera hatten wir das Problem, dass sie die Frequenz vom Licht erkannt hat. Also Licht flackert und das konnte man auf der Infrarotkamera sehen. Und dieses Flackern wurde als Bewegung erkannt. Deshalb haben wir die Infrarotkamera dann nicht für die Bewegungserkennung eingesetzt, sondern die normale Kamera. Hier nochmal ein Aufbau des Systems, wo wir dann hier die RFID-Reader haben. Hier hängt die GoPro. Die Komponenten alle sind mit dem Router übereinander verbunden. Und so sieht es dann aus, wenn es an der Station tatsächlich befestigt ist. Das war so ein Fake-Dummy-Gehäuse von der Kamera, was wir ein bisschen aufgebohrt haben, wo wir die Pi-Kamera reingesetzt haben, Raspberry Pi mit rein und hinten dann Öffnungen für die Kabel gebohrt haben. Zunächst haben wir Fotos von oben gemacht. Was wir dann aber im späteren Verlauf gemerkt haben, was nicht so interessante Fotos sind, also die Perspektive sieht so in etwa aus von dort oben. Und hier haben wir einen Bereich markiert, vermessen. In diesem Bereich machen wir die Motion Detection, um hier dann das Foto zu machen. Wir haben nämlich gemerkt, dass wir zwischen, ich erkenne eine Bewegung und das Foto wird ausgelöst, eine Latenz haben. Und zwar ungefähr von einer Sekunde. Da haben wir einen etwas aufwendigen Versuchsaufbau gemacht, um das überhaupt erstmal herauszufinden. Das ist auch nirgendwo dokumentiert von der GoPro. Genau. Die Motion Detection übrigens funktioniert mit der Background Subtraction. Also wir hatten auch einen Bewegungsmelder eingesetzt, aber da hat man immer die Schwierigkeit, den zum einen zu konfigurieren und auch den Bereich zu setzen, den man ausleuchten möchte, also wo man die Bewegung erkennt. Das ist mit der Pi-Kamera deutlich einfacher, weil ich mir ein Preview holen kann von dem Bild, was die Kamera sieht. Genau. Ja, so sah das Ganze dann aus der Operation-Sicht aus. Hier haben wir das dann unten einmal positioniert. Wir haben verschiedene Perspektiven ausprobiert zu Testzwecken und einige Erkenntnisse gewonnen. Das waren, wie wir fanden, gute Bilder von der GoPro. Davon hatten wir in etwa 2%. 98% der Fotos, die wir mit der GoPro gemacht haben, konnten wir wirklich wegwerfen. Die sahen nämlich so aus. Hier sieht man sehr schön die Bewegungsunschärfe. Also da nochmal zusammengefasst haben wir halt das Delay zwischen Bewegungserkennung und Bildauslösen. Die Bildqualität von der GoPro ist zu schlecht. Sie macht zwar Bilder in 4000 x 3000 Pixel, aber hat nur eine Pixeldichte von 72 Pixel pro Inch. Das heißt, wenn ich ein Foto halt groß ziehe, ich habe das so groß, ja, schön und gut, aber ich habe nur 72 Pixel auf dieser Strecke. Bei der Spiegelreflex habe ich auf der gleichen Strecke 300 Pixel, also eine höhere Pixeldichte und dadurch deutlich mehr Details. Das erklärt auch die Unschärfe, die wir berechnet haben von den GoPro-Fotos, wo wir einen Wert zwischen 15 und 25 nur zurückbekommen haben und durch eine Spiegelreflex einen deutlich höheren Wert. Der Raspberry Pi, haben wir festgestellt, eignet sich nicht für einen produktiven Einsatz. Er war häufig, oder naja, häufig nicht, aber ab und zu war er nicht über SSH zu erreichen. Eine Headless-Nutzung könnte also schwierig sein, dann muss man doch wieder raus ins Feld, Stecker ziehen, neu starten und dann, ja, er läuft nicht stabil durch. Die Perspektive von unten wirkt am interessantesten, wie schon erwähnt. Die Beleuchtung war sehr schwach und dadurch führt das zu der Bewegungsunschärfe. Das
System muss auf Jumper unterschiedlicher Gewichtsklassen reagieren. Das haben wir bei Extemporanten festgestellt. Eine Jumperin war halt deutlich leichter und hat das Trampolin deshalb nicht so stark runtergedrückt und flog auch nicht so hoch. Und das führte dazu, dass die Zeit, wo sie oben war, in der Luft stand, wo wir eigentlich das Foto machen wollten, weil wir dort am wenigsten Bewegungsunschärfe haben, dass die Zeit zu kurz war. Sie hat das in unter einer Sekunde geschafft. So schnell konnten wir nicht reagieren. Das System war dafür zu träge. Also wenn man tatsächlich so ein System implementiert, müsste man darauf achten, dass es schneller auslöst. Und die Hauterkennung ist auch, wie bereits erwähnt, recht schwierig. Man kann sie mit aufnehmen, um zu erkennen, war jetzt jemand auf der Station oder nicht. Aber tatsächlich Haut zu erkennen ist, diese Fotos wurden mit einer Spiegelreflexkamera gemacht. Da sieht man auch im Vergleich zu denen hier schon einen deutlichen Qualitätsunterschied. Die sind nicht bearbeitet, die Fotos. Die sind tatsächlich so aus der Kamera. Und hier sieht man auch, wenn man sich ein bisschen mit Beleuchtung befasst hat, dass das Licht total von oben kommt. Deshalb ist hier so ein sehr starker Schatten um die Augen rum, was sehr düster dann wiederum wirkt. Und auch hier unter den Armen. Also eine Lichtquelle von unten würde bessere Ergebnisse erzielen. Wenn man das Ganze jetzt produktreif oder produktiv nutzen wollen würde, dann müsste das System in einem Vandal-Proof Case untergebracht werden. Also dem System darf nichts passieren, wenn er mal einen Ball gegenfliegt, und dem Jumper darf auch nichts passieren, wenn er mal dagegen springt. Da müsste man noch mal ein bisschen in die Konzeption gehen, wie so ein Gehäuse aussehen könnte und wo man das anbringt an der Station. Eine Idee war auch, dass wir an der Station, wenn die Kamera fest positioniert ist, mit der Background Subtraction rübergehen, den rausrechnen in den Hintergrund und uns nur auf den Vordergrund konzentrieren. Das Problem an der Anlage ist, dass die gesamte Anlage schwingt, wenn da ein Jumper drauf ist. Also hier sieht man sie ein bisschen. Das ist nicht nur das Trampolin, was schwingt, und der Basketballkorb, sondern auch dieses Gestänge und oben das Gestänge. Denn als wir das System oberhalb angebracht haben, ist es zum Schluss tatsächlich runtergefallen. Es lief weiter, ist auch so nichts passiert, aber da haben wir halt gemerkt, dass das Ganze vibriert. Und wenn die ganze Anlage vibriert beim Springen, dann vibriert auch die Kamera, die wir daran befestigen. Das heißt, für die Background Subtraction dürfte sich der Hintergrund nicht ändern. Und durch diese Vibration ändert sich das. Das begünstigte übrigens auch nochmal die Bewegungsunschärfe, denn dafür ist es unrelevant, ob sich jetzt das Objekt bewegt oder die Kamera. Insgesamt haben wir in diesen vier Testläufen an die 135.000 Fotos geschossen. Die haben wir unter anderem dadurch erreicht, dass wir mit der GoPro 120 Bilder pro Sekunde aufgenommen haben, um eine möglichst kurze Belichtungszeit herauszukitzeln. Die haben wir dann extrahiert, also die einzelnen Bilder aus dem Video. Dafür haben wir das zunächst mit Adobe Premiere probiert. Aber Premiere sagte so, ja, ich kann nur bis 90 Bilder pro Sekunde, mehr nicht. Und dann haben wir mal geschaut, was es von OpenCV gibt. Ja, da gibt es eine Funktion, kleines Python-Skript geschrieben, 20 Zeilen, zack, macht genau das, was wir wollen. Super. Proprietäre Software war da, enttäuschend. Man könnte jetzt sich überlegen, warum nehmen wir nicht gleich einen Spiegelreflex, wenn die so viel bessere Bilder macht. Bei der Spiegelreflex kommen mehrere Sachen dazu, die das Ganze nochmal komplexer machen. Zum einen muss ich einen Fokus setzen. Also bei einer GoPro habe ich ein Fischei, das wirkt immer so, dieses Gewölbte. Die nimmt alles scharf auf. Bei einer Spiegelreflex habe ich je nach Objektiv einen Fokus, den ich setzen möchte. Ich habe neben der Bewegungsunschärfe also noch eine Tiefenschärfe, die ich setzen muss. Und die muss auf dem Jumper liegen. Zusätzlich hat so eine Spiegelreflex nur eine bestimmte Anzahl an Klicks, die sie ab kann. Die ist halt nach 20, 30, 40.000 Klicks aufgebraucht, sie leiert aus, sie hat also Verschleißteile drin. Und wenn wir schon, also
bei 2 Stunden haben wir schon so zwischen 2.000 und 4.000 Fotos geschossen beim Testlauf. Wenn man das jetzt mal hochrechnet auf einen Monat im laufenden Betrieb, dann müsste man spätestens nach einem Monat die Spiegelreflexkameras auswechseln und wegschmeißen und neu kaufen. Das wäre also ein wahnsinnig hoher Verbrauch und passt halt auch nicht mit dem Low-Cost-Gedanken zusammen, den wir hier verfolgt haben. Einen weiteren Ansatz, den wir zu Anfang überlegt haben, aber dann verworfen haben, weil die Kameras einfach zu teuer sind, ist der Einsatz von IP-Kameras, wo wir dann das Bild die ganze Zeit streamen und analysieren. Wir können dann sozusagen in die Vergangenheit schauen. Wir müssen nicht mehr die Bewegung erkennen, sondern wir können die Bilder direkt analysieren. Könnte man theoretisch mit jeder Webcam machen. Problem ist halt nur die Qualität der Fotos. Also wenn man wirklich eine haben möchte, die in Full HD streamt, dann liegt man gerne mal bei 5.000 und aufwärts. Aber im Ansatz wäre es definitiv. Genau, hier nochmal der Punkt mit der Anbringung, dass das ganze System schwingt. Das Post-Processing muss auf den Aufnahmen durchgeführt, jetzt eigentlich klar. Und die Frage, die wir uns anfangs gestellt haben, was macht ein cooles Foto aus, das sind Emotionen. Das, was der Jumper nachher sehen will, sind Emotionen, wirklich. Wie er sich abkämpft, wie er Grimassen zieht, sonst wie er Spaß hat auf der Station. Okay, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Gibt es Fragen? Ja, bitte. Das mit der Hauterkennung hat mich etwas irritiert. Mhm. Also A, im Kontext überhaupt, aber B, gibt es doch verschiedene Grundfarben. Und wenn sich das Orange der Abdeckung kritisiert, was passiert, wenn wir die Grundlaufbahn haben? Ganz genau, das müsste, also, ach so, okay, Entschuldigung, ja. Die Frage war, was passiert mit, also wenn das Orange jetzt schon irritiert, was passiert, wenn da jetzt andersfarbige, zum Beispiel dunkelhäutige Menschen springen? Dafür müsste natürlich entsprechend auch ein extra Filter geschrieben werden, nicht nur dunkelhäutig, sondern auch Menschen asiatischer Abstammung. Wo halt dann Haut erkannt wird, aber das, ja eben, das ist sehr, sehr breit gefächert. Wir haben es jetzt nur für Hellhäutige umgesetzt, weil die Probanden halt hellhäutig waren. Also das hatte sonst keinen anderen Hintergrund. Ja, bitte. Habt ihr die Bilder auch mal inventiert, also negativ daraus gemacht, um bessere Hautfarbenerkennung zu haben? Okay, die Frage war, ob wir die Bilder invertiert haben, um die Haut besser zu erkennen zu können, um besseren Kontrast zu bekommen. Haben wir nicht gemacht, den Ansatz haben wir nicht verfolgt, wäre aber durchaus interessant, ja. Bitte? Ja. Die Frage war, weshalb der Raspberry Pi nicht stabil lief. Tatsächlich, und ob wir das untersucht haben, nachgegangen sind, tatsächlich haben wir das nicht gemacht. Weil dafür halt einfach die Zeit fehlte und ideal oder der Hotfix war Stecker ziehen und neu starten. Ja. Ja, bitteschön. Eine praktische Frage. Ich stelle mir das vor, beim Basketball jetzt zum Beispiel bewegt sich ja eigentlich ständig wieder irgendwie. Welche Bewegung hat denn tatsächlich dann die Aufnahmen getrieben? Also die Frage war, welche Bewegung die Aufnahme getriggert hat, wo sich doch ständig etwas bewegt an der Basketballstation. Die Station ist zum einen so gedacht, dass ein Jumper kommt, springt, einen Korb wirft und dann ist er wieder weg. Oder er springt halt nochmal, holt Anlauf und
Wir haben also immer diese Phase, dass er Schwung holt. Und mit der Motion Detection sind wir rübergegangen und haben gesagt, dass zwischen, ich meine, es waren 8 Bilder, die hintereinander sich verändern müssen im Vordergrund, damit eine Bewegung erkannt wird. Und dann haben wir gesagt, mach ein Foto. Hinterher wollten wir die Analyse machen und sagen und gucken, was haben wir überhaupt fotografiert. Das wissen wir zu dem Zeitpunkt gar nicht. Wir haben nur irgendeine Bewegung registriert. Das könnte auch im schlimmsten Fall einfach ein Rauschen auf der Trampolinfläche sein, was als Bewegung registriert wird. Und dann wird ein Foto gemacht. Und dann war die Idee, mit der Hauterkennung rüberzugehen, um zu schauen, ist überhaupt jemand auf dem Trampolin drauf. Ja. Es ging darum, sozusagen das Action-Foto von einem Trampolinspringer zu machen, der Ball fast gefallen in den Korb wirft. Genau. Warum nicht den Ball triggern? Da kann man irgendwas reintun, das haben wir im Fußball auch schon, wie man das erkennt. Achso, etwas in dem Ball ja, drin? Ja, irgendwas. Den kann man ja aktiv beschreiben. Und dann können wir noch mal okay. Die Frage war, warum nicht irgendwas in den Ball implementiert wurde, um den Ball zu erkennen. Zum einen sind wir nicht auf diesen Ansatz gekommen, müsste man tatsächlich ausprobieren. Zum anderen weiß ich nicht, wie aufwendig das ist, etwas in den Ball hineinzubekommen. Das spielt halt immer dieser Low-Cost-Gedanke mit. Sicherlich könnte man da vielleicht mit einem Näherungssensor und aber ja, die Motion Detection hat halt so ebenfalls funktioniert und deshalb haben wir das nicht weiter verfolgt. Bitte schön. 135.000 Bilder, die ihr gemacht habt, wie habt ihr die tatsächlich dann aussortiert? Also dass man die Routen dann auch wirklich hat, das kann man ja endlich nicht mehr erledigen. Kannst du da noch mal ein bisschen eingehen? Die Frage war, wie wir diese 135.000 Fotos jetzt gelabelt haben. Tatsächlich sind wir dort händisch rübergegangen. Dadurch, dass 98% einfach sehr, sehr schlecht waren, mussten wir nur die guten rauspicken. Da konnte man sehr häufig dann weiterdrücken. Und wenn man mal ein gutes hatte, zog man das raus und die anderen waren einfach schlecht. Also wir haben ja nur zwischen gut und schlecht unterschieden. Wir haben kein Bewertungssystem eingeführt mit Punkten oder Ähnlichem, was man hätte machen können. Wir wollten erstmal ja, das möglichst einfach halten. Genau. Und dann sind wir mit dem Machine Learning noch rübergegangen, haben einen Standardalgorithmus genommen, den K-Means, das ist ein Unsupervised Learning, und haben dort eine, ich meine, das war eine 97%ige Trefferquote gehabt zwischen denen, die wir vorher gelabelt hatten und dem, wie er sie sortiert hat. Also er geht rüber und clustert die Daten in gut und schlecht. Wir haben gesagt, mach 2 Cluster und das traf zu 97% zu. Das heißt, man könnte auch per Software diese Labeling machen? Die Frage war jetzt, ob man per Software das Labeling machen könnte. Sicherlich ja, aber stellt sich dann die Frage, sind die Daten plausibel? Also es ist ja immer die Frage, wenn ich so ein Trainingsset habe, und so ein System anlernen möchte, passt das Label tatsächlich? Also hat das ein Mensch gelabelt oder wurde das irgendwie automatisch aus einer Maschine? Und wenn irgendwie ein Fehler im Algorithmus ist und der einen Haufen Daten falsch gelabelt hat, dann lerne ich mein System natürlich auch falsch an. Von daher würde ich manuelles Labeln bevorzugen, persönlich. Ja, dann okay. Danke dir nochmal. Vielen Dank.